Mit dem Release von Birds of Prey kommt ein neuer Comicbuchfilm in die Kinos, der nun erneut ein besseres Exempel für DCs kompliziertes Verhältnis mit Filmen statuieren könnte. Schon Todd Phillips' Joker-Film aus dem vergangenen Jahr faszinierte Millionen von Kinogängern und mit Harley Quinn kommt nun ein weiterer Bösewicht zentrierter Film auf die Leinwand. Also der Film heißt nicht Harley Quinn, sondern Birds of Prey. Aber Harley Quinn ist die Hauptrolle. Doch erwartet hier jetzt keinen Film wie Joker. Birds of Prey ist tonal an der Harley Quinn aus dem 2016er Suicide Squad orientiert und wird daher nicht ganz so düster und bedrückend, sondern eher ein actiongeladenes Feuerwerk der Emanzipation. Eine Review zu dem Film bekommt ihr nächsten Dienstag, nachdem dann genug von euch auch die Chance hatten, den Film am Wochenende zu schauen. Heute fokussieren wir uns erstmal auf die Hauptfigur und ihre Story aus den Comic-Vorlagen. Wer ist eigentlich Harley Quinn? Was macht sie aus und wie wurde sie zu der durchgeknallten Psychopathin? All das erfahrt ihr heute in einer neuen Folge Academy of Nerd Factory. Mein Name ist Luke und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Los geht's! We should order pizza. Big Cosmos. Harley, focus. Okay. I'm the one they should be scared of. Not you. Not Mr. J. Because I'm Harley freaking Quinn. Who's having a good time? Get ready, ladies. Harley Quinn ist wohl am bekanntesten als Jokers Freundin und Sidekick. Wo man sie wohl am ehesten als die unterwürfige und alles für ihren Paddin tuende Harley kennt, ist sie tatsächlich inzwischen eine sehr selbstständige und eher eigenständige Person in den Comics als Anti-Held. Ihre Intentionen sind nämlich meistens eigentlich eher gut, nur ihr vom Joker ausgelöster Wahnsinn lässt ihre Methoden öfters eher aggressiv und auf Menschenleben scheißend auslaufen. Doch bevor wir zur Emanzipation der Harley Quinn kommen, gehen wir doch mal ganz zurück an den Anfang ihrer Geschichte und beleuchten noch einmal ihren Charakter. In Suicide Squad schon leicht angerissen war Harley nicht schon immer so offen und ausgiebig wahnsinnig und energiegeladen, wie wir sie kennen. Nein, früher war sie tatsächlich ganz anders. Geboren als Harleen Quinzel in Brooklyn, New York und älteste von drei Geschwistern, interessierte sie sich schon recht früh für die Psyche von Kriminellen. Dies nahm dann seine erste Spitze, als ein Verehrer in ihrer Jugend jemanden ermordete, um sie zu beeindrucken. Harley war schockiert, aber in gewisser Weise auch fasziniert von dieser Hingabe und dem antisozialen Schritt, den dieser Junge dann gegangen war, um ihr zu gefallen. Erste Eindrücke, dass doch nicht alles komplett mental in Ordnung mit ihr schon damals war, sah man bereits hier, da sie in das Haus des Mörders dann einige Wochen später einbrach und einen ausgestopften Biber aus dem Stahl und ihn Bernie nach dem jungen Mörder benannte, um immer an ihre Beziehung erinnert zu werden. Ein Stuffed Beaver. Verstehst du? Der Biber Bernie kann jedenfalls in den Comics und vermutlich auch im Film sprechen, aber nur Harley kann seine Stimme hören. Nachdem Harley diese erste Jugendliebe verloren hatte, da der Junge eben nicht nur in den Knast kam, sondern ein Jahr später dann dort wegen einer Meinungsverschiedenheit über Kartoffelbrei abgestochen wurde, fokussierte sie sich voll und ganz auf ihre akademischen Leistungen. Ihr Kopf versank dann vollständig in Schule, sodass sie dann am Ende ihrer Schulzeit mit einer Handvoll Stipendien an die Gotham University gehen konnte. Hier studierte sie dann zunächst Veterinärmedizin und Biologie, doch ihr Interesse an dem Verstand von Kriminellen und Mördern wurde schnell wieder erweckt, weshalb sie dann ihre Fachrichtung wieder wechselte und Psychologie vollendete im Studium. Besonders Arkham Asylum hatte es ihr angetan. In Gothams Irrenanstalt / Gefängnis sperrte man alle verlorenen Fälle ein, bei denen eine Heilung ausgeschlossen schien. Doch Harley glaubte da nicht dran. In ihren Augen waren das auch nur normale Menschen, denen geholfen werden konnte und die sie retten wollte. Gleichzeitig war sie aber auch schlichtweg fasziniert von deren Verstand und Art und Weise zu denken. Sie entdeckte das Problem, warum die Insassen von Arkham einfach nicht geheilt werden konnten und immer wieder rückfällig
wurden. Sie trauten den Ärzten nicht. Teil ihrer Medikamente machte sie nicht nur mental irgendwie labiler, sondern auch paranoid. Die Insassen trauten nur wirklich einander und sich selbst. Die Wachen und Ärzte sahen sie als ihre Feinde an. Sie wollte ein Experiment starten und sich selbst als Patient ausgeben, um das Vertrauen der Insassen zu bekommen und sie quasi dann von ihnen zu heilen. Doch obwohl Harleen inzwischen eine renommierte und hochrangige Psychologin in Gotham war, wurde ihre Bitte nicht direkt gut geheißen. Es kostete sie ein wenig Überzeugungsarbeit, wobei mir, by the way, nicht ganz klar ist, ob sie jetzt hier in diesem Panel den Typen nur zusammengeschlagen hat oder auch mit ihm geschlafen hat, parallel, weil dieses Panel ist wirklich ein bisschen zweideutig. Aber der Leiter von Arkham ließ sie jedenfalls ihr Experiment dann durchführen, ohne die restlichen Wärter darüber zu informieren. Und das war quasi ihr kleines Geheimnis. Sie veränderte auch ihr Aussehen, um nicht sofort erkannt zu werden, und ließ sich als Insasse einweisen. Und prompt bekam sie auch jede Menge Aufmerksamkeit. Die war aber von den Insassen eher auf ihren Körper fokussiert und nicht so auf sie selbst. Wenn ihr jetzt schon nach der Hälfte des Videos ein gewaltiger Harley Quinn-Fan seid und Bock habt, euch mit einem von uns erstellten Pop-Art-Ebenbild dieser zu schmücken, dann habe ich jetzt genau das Richtige für euch. Denn wir haben mal wieder ein exklusives Design, welches ihr ab sofort und nur noch bis Ende dieses Monats bestellen könnt. Ja, ganz recht, das limitierte Harley Quinn Pop-Art-Design gibt es nur noch bis zum 29.02. unter merch.nerdfactory.tv zu kaufen. Und deshalb solltet ihr am besten jetzt sofort zuschlagen und euch direkt euer Exemplar sichern. Dadurch supportet ihr nicht nur mich und mein Team, sondern bekommt eben auch ein wirklich cooles Kleidungsstück dazu. Sie machte schnell Fortschritte mit den anderen Insassen, nur einer war für die restlichen Ärzte dann immer noch ein ganz besonders schwieriger Fall, der Joker. Er öffnete sich keinem einzigen Arzt gegenüber. Er sagte nichts, er ließ sich behandeln wie einen Prinzen, der höher geboren war als die restlichen Patienten und sprach mit niemandem. Erst als Harleen hier auftauchte, ging er auf diese zu. Er öffnete sich ihr. Er durchblickte vor allem ihre Verkleidung und sprach sie direkt mit Doktor an. Er war beeindruckt davon, dass Harleen ihn behandelte wie einen normalen Mitmenschen, dass sie keine Angst vor ihm und seinem Wahnsinn hatte, so wie jeder andere auf der Welt. Und Joker hatte schnell Harleens Herz erobert. Und das mit einer ähnlich liebevollen Geste wie einst ihr erster Crush, denn Harleens Vater starb einst durch einen betrunkenen Autofahrer. Joker wusste dies über Kontakte und er wusste auch, dass der Täter sich aus den Konsequenzen wandte, weil er Freunde in den richtigen Positionen hatte. Joker präsentierte Harley also nun den abgetrennten Finger dieses Fahrers als Zeichen seiner Zuneigung. Ab diesem Zeitpunkt war Harleen ihm spätestens auch komplett verfallen. Doch dieses friedliche Hintergitter-Romanzieren nahm aber schnell ein Ende, als der Gefängnisdirektor irgendwie umgebracht wurde und dessen Nachfolger dieses Experiment der Dr. Quinn aufdeckte und ihre Liebe zu Joker in ihren Aufzeichnungen herausfand. Er diagnostizierte sie als beinahe wahnsinnig und kriminell und ließ sie aus den Rängen der Insassen herausführen. Hier wollte sie ihn dann auch umbringen, doch die Wachen kamen dazwischen. Sie ergriff dann eine Waffe des Jokers und half ihm dann beim Ausbruch, indem sie einen oder zwei von diesen Wachen tötete und sie flohen. In dieser Nacht noch ging Joker mit ihr zum Ace Chemical Plant in Gotham, wo er damals in einen Behälter Chemikalien fiel, der seine Haut bleichte, Lippen rötete und ihn vollkommen durchdrehen ließ. Er stieß sie dann dort hinein und sie wurde ebenso gebleicht und verlor vollkommen den Bezug zur Realität und dem Gefühl von Schuld. Sie bezeichnete es später als eine Erkenntnis, dass man besser und freier lebt, wenn man sich eben nicht an die Regeln der Welt halten muss. Außerdem verfiel sie dem Joker vollständig an diesem Punkt. Sie sollte seine Gespielin, Gehilfin und Liebhaberin sein. Er kommandierte sie stetig herum und tat aber auch herzliche Dinge für sie, denn er hatte tatsächlich auch Gefühle für sie. Die beiden lebten in einer Art immer On-Off-Beziehung und Hassliebe miteinander. Besonders in Jokers Obsession mit Batman wurde Harley regelrecht eifersüchtig. Sie wollte den Joker für sich selbst und für sich allein haben. Sie ging auf mehrmalige mordlüsternde Touren, wenn der Joker dann hinter Gittern landete, und half diesem auch immer wieder freizukommen. Irgendwann hatte er jedoch dann kein wirkliches Interesse mehr an ihr und ließ sie einfach immer mehr links liegen. Diese Realität wurde Harley irgendwann dann schlagartig bewusst und sie agierte ab hier oft auch vollkommen allein und oft eben auch gegen den Joker oder eben in Gruppen wie dem Suicide Squad oder den Birds of Prey. Emanzipiert von Jokers Einfluss und Unterwerfung erkannte sie, wie oft er sie nur ausgenutzt und mit ihren Gefühlen gespielt hatte, und ab dann agierte sie als eine sozusagen Anti-Heldin gegen den Joker, oft auch mit anderen Helden oder Bösewichten oder Anti-Helden zusammen. I thought that was gonna
be way cooler. Harley, you're not a solo act. You're a sidekick, an afterthought. No one is ever going to take you seriously. Admit, you're nothing without me, and you walk away alive. Or you can die. I ain't admitting shit. Im Film Birds of Prey erleben wir eine dieser Gruppen und die Folgen von Harleys Trennung vom Joker im direkten Kampf mit einem von Jokers kriminellen Rivalen, Black Mask, gespielt von Obi-Wan Kenobi aka Ewan McGregor. Und die Story, die ich euch jetzt erzählt habe, ist wohl bemerkt jetzt aus dem Prime DC Universum. Denn wie auch bei Marvel existiert bei DC ein unfassbar gigantisches Multiversum. Die Filme und Serie zählen ebenfalls auch jeweils dazu und spielen alle irgendwie in ihren eigenen Realitäten. Und das hat DC erst kürzlich wieder bewiesen, indem sie den Justice League Flash in das Crossover des Arrowverse Crisis on Infinite Earths packt. Ob wir in Zukunft ein größer vernetztes DC-Universe in einem Universum erleben dürfen, ist nochmals dahingestellt. Todd Phillips' Joker hat jedenfalls zuerst mal nichts mit Birds of Prey zu tun und Birds of Prey erstmal nichts mit dem kommenden The Batman. Und der Joker vielleicht auch nicht wirklich was mit The Batman, aber es kommt noch ein Joker 2 und dann könnte es und vielleicht... Aber was Harleys Story angeht, sind wir in diesem Video jetzt ungefähr an dem Punkt, wo sie auch zu Beginn von Birds of Prey stehen wird. Und ihr solltet nun alles Wissen über die Figur haben, das ihr benötigt, um dann im Film auch mitzukommen, was da eigentlich los ist. Schreibt mir doch, nachdem ihr den Film gesehen habt, gerne mal hier in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Mein eigenes Review gibt es dann, wie gesagt, nächsten Dienstag und eine Theorie, wie DC ein vernetztes Filmuniversum aufbauen könnte, mit dem Ausgangspunkt von Birds of Prey, das kommt dann diesen Samstag noch. Ich bedanke mich also fürs Zuschauen. In der Mitte könnt ihr jetzt den Kanal abonnieren und links und rechts gibt es noch weitere Videos. Wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin, Renjahon.